Die zweite Anweisung, die wir uns zuvor anschauen müssen, ist die Leeranweisung. Die Leeranweisung ist einfach nur ein Semikolon. Die Leeranweisung ist eine spezielle Anweisung, deswegen wird das Syntaxdiagramm der Anweisung wieder erweitert. Anweisungen sind jetzt Grundbefehle, Prozeduraufrufe, Blockanweisungen oder die Leeranweisung. Wenn während des Programmablaufs eine Leeranweisung ausgeführt wird, passiert nichts. Deswegen auch der Name Leeranweisung. Sie hat keine Auswirkungen auf den Programmablauf. Aber man kann sie zu bestimmten Zwecken einsetzen, wie wir dann noch später sehen werden.